Schrecksekunde für Trainer Jupp Heynckes und den FC Bayern. Am Freitag musste Mario Gomez im Trainingslager in Katar eine Trainingspause einlegen. Haben wir gestern früh ein bisschen Sprunggelenk gestaucht und es wurde dann über Nacht heute ein bisschen dick. Aber keine Sorge, nichts Ernstes. Beim morgendlichen Lauftraining war der Torschützenkönig von 2011 bereits wieder dabei. Nur beim Mannschaftstraining fehlte er. Und zur Vorsicht sind wir dann heute nur Lauftraining und individuelles Training, morgen aber hoffentlich wieder bei der Mannschaft. Erleichterung bei Gomez. In der Hinrunde fehlte der Top-Stürmer 3 Monate lang wegen einer Sprunggelenksoperation. Doch vor Weihnachten dann ein tolles Comeback. 4 Treffer in 8 Pflichtspielen. Die Mitspieler freut's. Dass wir mehrere Stürmer haben, die regelmäßig knipsen. Ob es dann Mario war, als er zurückgekommen ist. Wir haben klasse Stürmer. Doch der ehrgeizige Gomez will mehr. Lange genug musste er zuschauen. Ich gebe mich aber damit nicht zufrieden. Ich will natürlich jetzt auch in der Rückrunde hoffe ich natürlich, verletzungsfrei zu bleiben. Der Kampf um die Stammplätze, er ist in vollem Gange. Ob Pizarro, Mandzukic oder Gomez, alle sind treffsicher. Das ist eine Stärke, die wir dieses Jahr haben. Da wird jeder gebraucht und der Trainer entscheidet am Ende, wer spielt. Und der hat nun die Qual der Wahl. Denn einen Mario Gomez in Topform, den setzt man nicht auf die Bank.